So Leute, Tag Nummer 3, letzter Tag der Mission und wir haben hier richtig krasses Frühstück am Start. Wir haben geile Mangos, Avocados, Pflaumen, wir haben Brot, Tomatenaufstrich, Tomatenaufstrich hier, Smoothies, Blaubeeren, also so kann es nur was werden. Also, machen wir mal rein hier. Hey Dudes, wir haben euch noch gar nicht erzählt, wo wir heute eigentlich hingehen, was der Plan ist. Und zwar Barceloneta Strand, hier ein paar Spots abchecken, die wir noch nicht gefahren sind. Und einfach mal ein bisschen den letzten Tag genießen. Wir sind ziemlich im Eimer. Wobei, eigentlich fühle ich mich gar nicht mal so schlecht. Alex, wie geht's dir? Ja, überraschenderweise besser als die letzten Male. Da war ich ganz schön zerstört am dritten Tag. Aber jetzt sind wir wieder hier in Barceloneta. Da waren wir schon mal das letzte Mal, aber haben meiner Meinung nach nicht so viel gerissen. Ja. Müssen wir jetzt nachholen. Okay, schauen wir mal, was geht. Ja, und dieses Teil kennt der ein oder andere auch. Das sind auch schon krasse Sachen passiert an dieser Monsterbank. Da üben ist noch mehr, also der Wahnsinn. Okay, wir sind jetzt hier beim ersten offiziellen Warm-up-Spot, würde ich sagen. Das sind hier diese bekannten Banks an Barceloneta hier. Kennt ihr vielleicht? Das ist jetzt die kleinere Variante. Weiter hinten ist der richtige Spot, wo auch Chris Haslam und die ganzen Profis immer fahren. Aber ich glaube, das ist ein schöner Spot, um einfach mal ein bisschen Blut in die Beine zu bekommen, ein bisschen aufzuwärmen. Dann gehen wir weiter zum eigentlichen Spot, den wir heute skaten wollen. Ja, und das Motto für heute ist, nicht in Kontakt kommen mit Scheiße. Auch wenn es jetzt gerade übelst nach Scheiße riecht. Als Flatland-Fahrer ist schon was, oder? Also Leute, wir haben jetzt hier ein bisschen was gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, ich speie gleich. Es stinkt hier so übelst nach, keine Ahnung, Müll, Abfall, Kacke. Wir müssen weiter, sonst speie ich gleich. Mir geht schon Magen rum, echt. Alter. Auch eine Info an alle, die zum ersten Mal in Barcelona sind. Ich meine, ihr kennt alle hier den Helikopter, den Propeller hier. Ich weiß nicht, was es ist, aber hier in Barcelona sind die tausendmal tödlicher. Also, ich habe keine Chance, sobald ich den berühre, egal, die sind hier überall, tot vorprogrammiert. Ne? Also aufpassen, falls ihr die seht, absoluter Tod. So, auf der Liste hier auch noch ein obligatorischer Drop-In für mich. Dieses Teil. Jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich es droppen. Auch wenn das jetzt hier voll mit Pisse ist. Ich glaube, das ist Hundepisse. Da ist auch Scheiße. Was willst du machen? Ein Drop-In hier. Ja. Ja. Aber. Machst du mal. Ja. Drop-In. Also wir haben es geschafft, wir sind da, an dem Spot, aber es geht doppelt, überall. Also hier diese Benches wollten wir eigentlich fahren. Hier ist übrigens das schöne Hotel, Hubschrauber. Ey, mach mal deine Arnold Schwarzenegger-Imitation. If it bleeds, we can kill it.
Okay, also der Spot ist leider nicht Skaper, aber die Laune ist immer noch gut. Der Alex meint, da unten ist noch irgendwas. Schauen wir mal runter. Also der Alex meint hier diese Ledges hier. Ich glaube, die können wir fahren, wenn hier jetzt keine Touristen mehr. Wie sauber das Meer ist, so schön blau. Mein schwarz. Ja, schön schwarz. Also die hier kann man sicherlich als Kicker fahren. Aber muss ich ehrlich sagen, Alex, willst du was machen dran? Ich glaube, das ist das höchste der Gefühle. Ich glaube, wir schauen weiter und suchen was, was uns mehr taugt. Wir sind jetzt schon den ganzen Tag unterwegs auf der Suche nach Spots, hatten bisher immer sehr viel Pech, deswegen dachten wir uns, wir gehen irgendwo hin, wo wir wissen, dass wir sicher skaten können. Wir sind jetzt bei Universitat, ein bekannter Spot, wir werden da ein bisschen skaten und dann noch weiter nach Magba und da unseren 3-Tages-Trip ausklingen lassen mit ein bisschen entspannten Skaten an einem der geilsten Spots auf der Welt. Hier ist eine schöne Flat Gap und auch so ein Blumenbeet, das sie da jetzt an der einen Ledge hingestellt haben. Da sind nur gerade die Pros am Werk, also schauen wir mal, was wir hier skaten können. Der Alex fährt schon fleißig Flatland. Ich fahre hier die Flat Gap wahrscheinlich. Alex packt wieder die Hardcore-Flatland-Tricks aus. Ich habe nicht einmal eine Ahnung, wie man die Tricks nennt. Jetzt haben wir auch eine Olli beim Kübel gemacht. Es ist ein bisschen stressig, weil hier Leute sich immer hinsetzen und alles. Und der Double ist gerade vorne. Ich glaube, der will da um das Teil rumgriden, was mega krass ist. Ich möchte jetzt in dem Weg sein. Ansonsten ich schaue, ob ein bisschen mehr geht. Ne? Schaut witzig aus, ist weiter als ich dachte, aber trotzdem voll cool. Du schaust ein bisschen aus wie so ein Cowboy. Ja, okay, hast recht. Wie Banditas. Okay, das ist jetzt Universität. Machen wir noch. Und dann sind wir am Ende mit den Kräften und mit der Zeit. Rufus, Rufus. Okay, letzter Stop auf diesem Trip, Magba. Also wir sind jetzt hier bei Magba und ich muss wieder feststellen, also irgendwas war letzte Nacht hier, es ist verrückt, der ganze Platz hier ist voll mit Scherben und alles klebrig, also wahrscheinlich haben sie wieder massivst abgehaust, fette Party gehabt und jetzt ist der ganze Plaza nicht skatebar. Also oben fahren sie, da ist es ein bisschen zu voll, es stinkt auch wirklich bestialisch hier nach, keine Ahnung, Bier und verschiedensten Mix, also haben wir jetzt beschlossen, wir fahren jetzt nicht Magba, wir gehen jetzt zurück zur Richtung Hostel und skaten Suns noch ein letztes Mal. Wir sind heute irgendwie vom Pech verfolgt. Wir sind jetzt gerade bei Suns angekommen und es ist so ein Sprühregen, es ist gleich alles nass. Ich mache jetzt noch ein Crooked, dann halten wir wenigstens so Versprechen, dass wir nochmal geskated sind, bevor es hier bitch-patsch nass ist. Also Alex, filmst du mich kurz, ich mache schnell ein Crooked. Ja.
Leute. Danke fürs Reinschauen. Wow, wir sind fix und fertig im Arsch. Ich habe auch übelst Kopfschmerzen vom Nacken her. Es regnet. Heute war leider nicht ein geiler Tag für Skateboardfahren, aber trotzdem ein geiler Tag, einfach in Barcelona zu sein. Und ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Mini-Vlog-Serie hier in Barcelona gefallen. Schreibt bitte in den Kommentaren, was euer Lieblingsspot ist, ob ihr schon mal hier wart, was ich unbedingt noch anschauen muss fürs nächste Mal. Danke fürs Reinschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Bye.